Juhu und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Sun and Moon Dingens Shit. Und es ist Pimpuli, hallo, und Lili steht da auf. Warte, ich komme gleich zu euch. Kapukime, das klingt wie Arschrize. Ob das so wahr ist? Versuchst du mich zu verunsichern? Oh mein Gott, wie so voll aggro geworden ist mit so einem mega roten Bäckchen. Ach, die blusht doch nur, weil ich so sweet bin. Opa, was ist denn jetzt los? Mach die Uts-Uts-Party. Die guckt so voll. Ich hasse alles. Oh, ihr habt mir zugesehen? Ich kann's halt. Darum beschloss ich, ähnlich wie bei einer Inselwanderschaft herumzureisen und fleißig zu trainieren. Und das hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ein lilanes Rotkäppchen. Sie mag zwar ein furchtbarer Mensch sein, aber sie ist auch meine Mutter. Ich muss unbedingt zu ihr, nicht zuletzt, um ihr etwas zu sagen. Du bist kacke und dann wieder gehen. Ciao. Ich trainiere mein Quadrizeps. Für mich ist ein Trainer jemand, der zusammen mit seinem Pokémon eine Tür in die Zukunft öffnet. So sehe ich dich zumindest nicht sehen. Thank you. You're so cute. Was ist das denn jetzt? Das ist so creepy. What the fuck? Lissy? Komm in meine Arme. Ich beschütze dich, Lilly, vor der wild gewordenen Palme, die dich töten will. Du bist weg vom Fenster. Ciao. Oder auch nicht? Was ist das für eine Scheiße? Der Blick. Oh. Und jetzt kichert die so. Der ist fast gestorben. Ist ja funny. Oh mein Gott. Wir sind plötzlich in einem romantischen Regenfall gefangen. Es regnet ja. Oh nein. Was tun wir jetzt? Jetzt müssen wir uns in einer kuscheligen Höhle verstecken und nie mehr rauskommen. In Alola regnet es also auch manchmal was. Mein Rock ist ein wenig nass geworden. Oh nein, jetzt musst du deinen Rock leider ausziehen. Das ist ja zu nass. Also das kann so nicht weitergehen. Ich hatte einen Film gesehen, in dem alle im Regen sangen und tanzten. Das wollte ich dann auch unbedingt mal machen. Oh ja, bitte, bitte, let's do this. Und dann lächelte sie plötzlich und fing an, mit mir zusammen im Regen zu singen und zu tanzen. Was? Da war's bitte, als ob die Mutter das gemacht hat. Jedes Mal, wenn ich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß, kommst du und hilfst mir. Du zeigst mir immer und immer wieder, dass man doch etwas bewirken kann. Schon unsere allererste Begegnung. Ich weiß, magical. Love at first sight. Ohne Witz, es sind so viele Gay-Vibes darin. Warum nutzen sie das nicht? Wann immer ich in Schwierigkeiten stecke, bist du zur Stelle. Oh mein Gott, das ist seriously so romantik. Weißt du denn schon, was du tun willst, wenn deine Inselwanderschaft vorbei ist? Mit dir im Regen tanzen und singen. Ich gucke einfach nur super fasziniert. Please like me. Oh. Yeah! Oh, sie ist cute. Jetzt mal ernsthaft, ich würde Pokémon als Dating-Spiel richtig feiern. Könnt ihr das bitte mal machen? Und wenn Nintendo das nicht machen will, dann wünsche ich mir einfach Lily x Lissy Fanfictions. Dankeschön. Du hast die Mondflöte erhalten? Cool. Ich kann aber gar nicht flöten. Danke, Lissy. Gerne, Lelle. Oh, was zur Hölle, Mann. Nein, bitte nicht schon wieder die. Oh mein Gott, das sah ja mal wirklich super unsymmetrisch aus. Das geht gar nicht. Das tötet mich gerade innerlich. Weil es sitzen drei von den normalen rechts, aber nur zwei links. Warum kann ich drei Sitze? Nee, damit komme ich nicht klar. Mein ganzes Symmetriebild wurde zerstört. Diese Pose. Es ist so der Speckgreifergriff so. Yeah. Eigentlich sollte ich mich für all die Dinge, die ich dir angetan habe, entschuldigen. What? Ich finde super, wie Team Skull einfach daraus lernt, was es getan hat. Weil sonst bei allen anderen Pokémon-Spielen ist es immer so, okay, wir sind die Rüpel, oh nein, wir wurden besiegt, jetzt rennen wir erstmal weg und sind für immer verschwunden. Aber die haben sonst so eine Charakterentwicklung. Das ist faszinierend. Dass du mir schön unsere kleine Prinzessin hier beschützt. Oh, das ist so cute. Das ist so sweet. Und die gibt mir auch noch so ein Ding. Was ist los, bitte? What is life? Baby, don't hurt me. No more. Lissy, machen wir uns auf zum Podium, zum Canyon von Pony. Da muss jetzt so ein Echo kommen. Rotom, bitte sei mir jetzt nicht böse, aber ich finde die Pose von Team Skull ziemlich cool. Bim, 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 bim. Die Munk ist so cool. Bim, bim, bim. Was war das denn? Das sah so aus wie dieser coole Dance-Move, dieser Whip, Whip, Whip mit dem Knie und so, weißt du? Ah, du kannst mich nicht treffen, weil ich schwebe. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oh, das kann mich sogar töten. Fucking shit. Okay, das ist nämlich Wasser. Der Klatsch. Wie wirkungslos. Ich bin aber auch dumm und klick dann noch da drauf, ne? Oh mein Gott.
Oh, FML. Oh. Und nochmal. Ich zwirbe mich. Nein. Ach Gott. Oh. Ich zwirbe mich. Mann, ey. Wenn ich zuerst angegriffen hätte, dann wäre das tot gewesen, dieses Scheißding. So eine Kackerwurst. Boah. Mein fucking Gott. Ja, wäre auch noch ab. Ja, boah. Was ist das für ein Kampf? Komm, jetzt klatsch rein und weg mit der Kackerwurst. Das ist mein letzter Nassschweif. Wenn der jetzt nicht klappt, dann sind wir voll am Anus. Nein! Diese Bratze. Oh, kann die AP von dem Scheiß jetzt endlich mal weggehen? Das ist doch nicht normal. Oh mein Gott. Boah, jetzt mach ich das schon wieder. Ich schmeiße Spiegel aus dem Fenster, Mann. Ja, jetzt ruft es das zurück. Wahrscheinlich, weil keine AP mehr da ist. Ah. Ja, Mann. Bitte. Boah, wenn diese doofe Schlumpffrau den jetzt wieder heilt, dann raste ich aus. Oh. Warum? Warum? Und Tammet. Boah, oh mein Gott, danke schön. Das war's. Kein Bock mehr auf diese Kackerwurst. Und mal ernsthaft, sonst heule ich ja öfter rum, dass das Spiel irgendwie zu einfach wäre. Das war nicht so einfach. Okay, es geht los. Seid ihr bereit? Stellt euch auch alle vor den Monitor und jetzt machen wir es gemeinsam. Oh. Was? Nein. Ja. Okay, dann will ich aber auch erstmal sagen, wir beenden den Part hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall einen Kommi da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, Meshaka Bros.